Hallo meine Freunde, willkommen zurück. Eben kam die Meldung, wir haben den 6. Tag bereits überlebt. So, ich habe mal ein bisschen Nahrung gesucht. Nachdem wir die Folge zu Ende hatten, ist es auch gleich wieder Nacht geworden. So, und jetzt müssen wir sehen, dass wir uns ein, naja, ein Produktionsgebäude oder sowas bauen. Ich fühle mich nicht mehr gut hydriert. Naja gut, dann nimmst du mal einen Schluck von deinem Wasser. Gut, das reicht schon wieder. Gegessen haben wir was. Du kannst aber noch ein paar Beeren zu dir nehmen und noch einen Knoblauch und eine Zwiebel. So, und jetzt schauen wir mal in unser Baumenü rein. Einfache Produktion. Da haben wir einmal eine Holzfällergrube, die können wir bauen. Einen Steinbruch. Den musst du, glaube ich, auch in der Nähe finden. Stein oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und eine Sammlergrube. Wir werden uns für die Sammlergrube entscheiden, damit wir zu Nahrungsmitteln kommen. So, und wo stellen wir die am besten hin? Ich würde sagen, nämlich hier sieht es eigentlich ganz gut aus, oder? Hier direkt hier bei unseren großen Bäumen. Hier stellen wir unsere Sammlergrube her. So, und jetzt nehmen wir gleich mal die Hacke. Erstmal wieder Terraforming machen, damit wir uns aufbauen können. So, und wir brauchen auf alle Fälle Stöckchen, Seile. Na, geh mal ein Stück vor. Da hast du und Luftlöcher. So, alles klar. So, das heften wir uns auch wieder an mit Q. Dieses Rezept. Und jetzt brauchen wir lange Stöcke, 4 Stück. Stöcke und 12. Nee. 12 Seile oder 4 Seile? Das wollen wir sehen. Werden wir gleich wissen. 12 werden sein. 4 haben, oder? Benötigte Vorräte. Hier unten steht es. 4 Seile. Die haben wir erstmal rein. Die 4 Seile, die sind weg. Jetzt brauchen wir 6 Stöcke. Haben wir noch Stöcke einstecken? Keine Stöcke. Also müssen wir uns jetzt noch Stöcke suchen. Wir nehmen auch mal unsere Hacke in der Hand. Unsere Axt. Liegt hier zufällig noch unser Baum rum, den wir schon gefällt haben. Genau, hier liegt er da rum. Da unten, da oben ist auch noch ein Kohlkopf, den nehmen wir auch mit. Komm, den Kohl nimmst du auch noch mit. Erstmal Kohl aufheben, jawohl. Und jetzt kannst du deinen Stamm wieder mitnehmen. Dann brauchen wir überhaupt auch Stämme drin. Ja, lange Stöcke, 4 Stück. Den haben wir rein, jawohl. Und da hinten steht nämlich auch noch unser Stüppen. Den haben wir wahrscheinlich, den haben wir schon so gut wie. Da hinten stehen noch ein paar Möhren. Ah, Nahrung ist wichtiger als das jetzt. Und da hinten habe ich auch noch einen. Ist die Möhre weg? Nee, muss warten, bis es Viereck voll ist. Alles klar. Und da oben habe ich. Ach nee, das war Wasser. Ich habe gedacht, das war ein Kohlkopf. Kannst erstmal einen Schluck trinken. Gut, aber da hinten ist noch eine Möhre. Die habe ich gesehen jetzt. Möhre. So, was haben wir noch was hier in der Nähe? Sieht nicht danach aus. Eine Trinkquelle. Nee, wo ist unser Stüppen? Den machen wir mal gleich noch zum Feuerholz. Was? Kein Werkzeug. Natürlich habe ich doch eine Axt in der Hand oder ist die kaputt? Ach nee, ich muss ja die Spitzhacke nehmen, alles klar. Mit der Axt geht es irgendwie nicht. Jetzt ist das Ding kaputt. Ah, Spitzhacke erforderlich. Also müssen wir uns eine Spitzhacke bauen. Da brauchen wir jetzt Stöckchen. Haben wir hier Stöckchen? Finden wir hier Stöckchen? Y. Stöckchen brauchen wir. Hier stehen Stöckchen. Guck mal. Versteckt. Und wir nehmen uns mal noch so einen großen Stein mit hier. Können wir die aufhucken? Jawohl, den nehmen wir mit. Ich schlepp mal den Stein. Bei Odins Augen. Liegt ja Jotunblut. Ja, das haben wir gleich mal mitgenommen. Gut.
Das waren wir aber nicht. Wir haben das auch nicht weggeschmissen, oder? Nee. So, hier ist doch noch Steine. Alles klar, die haben wir mit hierher. Zack. Ach so, wir brauchen ja kleine Steine, damit wir uns eine Hacke bauen können. Haben wir kleine Steine einstecken? Wir schauen erstmal in unser Crafting-Menü. Wir brauchen hier Steinklingen. Hammer herstellen. So, da können wir uns jetzt eine neue Spitzhacke bauen. Da brauchen wir das, das, das. Das haben wir alles. Alles kann nicht herkommen. Was fehlt denn? Ah, wir brauchen noch einen zweiten Stock, oder? Naja. Wo finden wir jetzt einen Stock? Einen Stock brauchen wir. Ah, Essen ist wichtiger. Den Kohl nehmen wir erstmal mit. Und da war noch eine Möhre, die nehmen wir auch mit. Es ist schon wieder 11:30. Wir müssen sehen, dass wir jetzt hier aus dem Knicke kommen, dass wir uns das Zeug bauen können. So, ja, die Zeit vergeht auch relativ schnell hier, muss ich wirklich sagen. So, wir brauchen Stöckchen. Lachs nehmen wir nochmal mit. Hier ist ein Stöckchen. Waren jetzt hier Schritte zu hören? Es war so nicht, dass bestimmt wieder irgendein Tier hier rumgeflitzt. Hier sind noch mehr Stöcke da hinten. Wir müssen doch aufpassen. Hier sind irgendwo auch noch solche. Bestimmt wieder solche Kreaturen unterwegs, die uns nichts Gutes wollen. Aber ich glaube, ich werde das zukünftig etwas anders machen, dass ich mir die Zeit zwischen den Folgen nehme und Material sammle und dass wir nachher gemeinsam bauen. Denn das ist für euch nicht gerade der Hit, mir immer bloß beim Stöckchen sammeln und Bären sammeln zuzuschauen. So, jetzt haben wir Sammeln und Stufe 15 haben wir. Na, guck an. So, gut. Wir gehen jetzt mal wieder. Hier sind noch ein paar Bären. Und hier ist auch noch Flachs. Den nehmen wir auch noch mit. Müssen wir aufpassen, dass wir uns hier nicht verirren. Wir müssen ja hier lang. Halt, den Flachs nehmen wir noch mit. Ja, dann gut. Das könnte dann natürlich sein, wenn ich zwischendrin Zeug sammle, dass ihr da einen Tag nicht seht. Dass wir da einen Tag über der Aufnahme überspringen, aber ich glaube, das ist in eurem Interesse, wenn ich hier nicht bloß durch die Kante flitze und Zeug sammle. So, wir müssen uns auch hier ganz schön orientieren, dass wir uns hier noch verirren. Nur gut, dass wir den Kompass hier oben haben. Denn das Gelände ist ja doch schon ganz schön hügelig. So, jetzt wollen wir mal sehen, was wir jetzt hier... Erstmal müssen wir uns diese Hacke bauen. Das ist wichtig. So. Jetzt müssen wir sie da uns bauen können. Was können wir immer noch nicht bauen? Ach, wir brauchen zwei Steinklingen. Da brauchen wir noch einen kleinen Stein. Ach je, alles klar. Gut, jetzt müssen wir einen kleinen Stein finden. Haben wir da hinten, das sind doch keine Steine, das ist doch, das sind alles Samensäckchen. Nee, es geht's los. Finde jetzt mal einen kleinen Stein hier. Wir haben ja auch nichts. Wir brauchen ja einen kleinen Stein. Wir können ja nichts zerlegen, nichts zu hacken. Ah ja, die Federn nehmen wir auch noch mit. Oh, das ist meistens so. Hier ist noch ein Kohl. Ne, Federn, die nehmen wir jetzt nicht mit. Komm. Lachs nehmen wir auch noch mit. Ne, das sind Bären, das ist wichtig. Das ist was zu essen.
Ist meistens so, wenn du was brauchst, finde. Hier ist doch ein Stein. Wir haben einen kleinen Stein gefunden, Leute. Gott. Da müssen wir uns mal einen Vorrat an Steinen anlegen. Das werde ich auf alle Fälle mal machen. Denn es wird nicht das letzte Werkzeug sein, das uns kaputt gegangen ist. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier. Wir bauen uns erstmal unsere Hacke. Nicht, dass wir das ganze Zeug hier. Was fehlt denn jetzt? Ach so, Steinklingen müssen wir erst machen. Alles klar, gut. B. Steinklingen. Herstellen. Gut. Jetzt können wir uns unsere Hacke bauen. Herstellen. Gut, das haben wir eine neue Steinspitzhacke. Jetzt können wir nämlich auch da wieder ein bisschen Holz in unser Feuer hineinlegen. Das ist nämlich schon wieder gleich wieder runtergebrannt. Unsere Axt wird nämlich auch bald kaputt sein. Da müssen wir uns dann sehen, dass wir uns Steine. Was ist denn das für komisches Viech? Na, seht ihr's? Dazu brauchen wir auch den Dings. So, alles klar. Jetzt haben wir eine ich wollte eigentlich diesen Stüppen da hinten holen. Da ist uns ja das Ding kaputt gegangen. So. Und jetzt haben wir auch das eine Feuerholz. Gott. Hier stehen noch kleine Bäume, die wir ummachen können. Dann machen wir gleich mal einen ummachen hier. Jede Axt kaputt ist, die ist nämlich auch nicht mehr viel wert. Gut, beim Feld. Dann wollen wir uns erstmal das Ding zerlegen hier. Und dann müssen wir uns mal sehen, dass wir uns ein paar Steine herstellen. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen hier. So, das nehmen wir mal mit. Die Rinde nehmen wir mit. Komm, nimm die Rinde. Die Rinde, Speckchen, noch eine Rinde. Den Harz hebst du noch auf. Was haben wir denn noch? Müsste noch mehr Stecke hier sein. Hier sind noch Steckchen. Du sollst das nicht aufheben und wegschmeißen. Jetzt schnappst du das Ding, komm. Nein, das wird nicht zerlegt, mein Freund. Nimm den langen Stamm jetzt und den schaffen wir jetzt. Den schaffen wir jetzt zu unserer Baustelle. Den werden wir hier brauchen. Lange Stöcke, hier steht's ja. Ja. So, jetzt brauchen wir noch zwei. Da habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Wo wir hier haben, also hier stehen sie, hier liegen sie doch. Alles klar, komm, nimm den langen Stab noch und hier hin. Dort rein und jetzt haben wir noch einen. Da liegt noch einer. Komm, schnapp dir den Stock. So, jetzt können wir schon wieder ein bisschen was bauen hier. Ne, es müsste gleich fertig sein. Das Lager ist dann, glaube ich, fertig. Ja, wir haben alles drin. Sammlerlager. So, und jetzt können wir uns... Jetzt nehmen wir nämlich 5 mal Jotunblut. Hier. Und das müssen wir... Odin opfern irgendwie. Es ist alles voll. Alles klar, ich kann nichts mehr mitnehmen. Da schauen wir doch mal in unser Inventar. Da kennt schon wieder diese Sämereien kennt schon wieder raus. Wir haben da noch so ein Samensäckchen gehabt. Hier, raus damit. Ach, ich habe ja schon 3 mal drin. Alles klar. Den Harz, den kann man rausschmeißen. Die Zwiebel nicht. Was können wir noch rausschmeißen? Nix. Die Möhrchen, das brauchen wir zum Essen. Also, wir haben jetzt Platz, jetzt können wir noch 2 mal Jotunblut nehmen. Ne, nicht den Harz. Oh. Da schnappt auch was ein Kräuter gefällt und nicht was er nehmen soll. So, und jetzt können wir... Was? Aktivieren nicht genug Brennstoff? Wieso? E, Lager öffnen.
Doch, ach nee, muss das so reintun. Erstmal eins, zwei, drei, vier. So, jetzt haben wir Aktivate. So, was kommt, was passiert da jetzt? Wann kommt jetzt unser neuer über 6 Tage? Ne, 6 Tage haben wir überlebt. Lockt Dorfbewohner an, alles klar. Das sagt uns dann irgendwann mal, wer da kommt und was da kommt. Jetzt ist unser Feuer. Der Regen hat unser Feuer gelöscht. Das ist nicht gut. Wir müssen uns jetzt... Das müssen wir anzünden. Nasses Holz kann nicht entzündet werden. Nasses Holz, alles klar. Aber ich hab doch trockenes Holz. Ich bin sehr durstig, da kann ich auch nichts dafür. Da trinkst du mal einen Schluck aus deiner Pulle. Blutmund geht auf, na klasse, jetzt haben wir, es kommt der Mist wieder. Aller wie viele Tage kommt denn der? Der kommt wohl aller 3, 4 Tage oder was? So, alles klar. Müssen wir gucken, wo jetzt das Viehzeug kommt. Der Axt haben wir in der Hand. Der 1. So. Oh, hier. Skelettvernichtung. Oh, der will unseren... Der will unseren Dings kaputt machen. Unseren... Odins Stein will da zerlegen. Oh, Game Over. Wiedergeboren. Wir müssen wieder... Wiedergeboren. Jetzt machen sie auch unseren Ding kaputt. Alles klar, die Drecksäcke. Wo bin ich denn? Ah, hier bin ich. Schlagen tot. Wir haben tot geschlagen. Gut, alles klar. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder erholen. Jetzt müssen wir das Ding reparieren. Also, haben sie uns unseren... Wollten sie uns unseren Dings kaputt machen. Feuer brennt auch nicht mehr. Also, Fiasko auf der ganzen Linie hier. Mal sehen, ob wir das jetzt anzünden können. Es müsste sich ja getrocknet haben, das Holz. Gut, das brennt auf alle Fälle mal wieder ein bisschen. Und jetzt müssen wir das Ding reparieren. Was fehlt denn da? Fehlende Vorräte. Huh. Reparatur anbinden. Wir brauchen 2 Stöcke. Habe ich keine Stöcke mehr dabei. Ja. Keine Stecker einstecken. Ach, das liegt bestimmt hier irgendwo rum, wo sie mich platt gemacht haben. Da müssen wir mal unsere Y. Da hinten liegt doch unser ganzer Kram. Seht ihr's? Hier liegt alles rum, was wir so einstecken hatten. Aber Stecke sind keine dabei. Der Hacke. Keine Stecke dabei. Hier ist unser Bauhammer. Ach, das ist ein Viehzeug. Jetzt machen wir unseren ganzen Kram hier aufräumen. Müssten wir ja alles. Wenn wir alles dabei hatten, müssen wir wieder alles aufheben können. Ist noch was? Hier ist noch was. Brauchen wir Stecker, alles klar. Das mit dieser blöden Blutmund, das ist auch blöd. Wir hatten doch schon einmal Blutmond. Kommt da jetzt alle 3 Tage oder was? Wir sind doch jetzt Tag 7. Oder? Das ist doch jetzt der Tag 7. Ich glaube, wir müssen uns auch erstmal ein bisschen ausruhen hier. Ehe das hier weitergehen kann. Gott, leg dich erstmal hin und schlaf erstmal ein Stück. Du musst erstmal wieder zu Kräften kommen, mein Freund. Also, schon das 2. Mal in diesem Spiel abgekackt. Ach ja, gut. Ist nicht gut, ist nicht gut. Es
Leben müssen wir regenerieren. Mit was kann man das regenerieren? Mit Knoblauch. Oder mit Möhren. Schau mal, hier müssen wir mal in unser Inventar gucken. Ich glaube mit Knoblauch. Oder waren es Zwiebeln? Hier haben wir Zwiebeln. Tränen, naja, gut, müssen wir nachher mal. Denn wie sieht's aus? Gut. Die Energie ist da, wir brauchen Leben. Komm aufstehen, mein Freund. So, mal gucken. Aber ich glaube, Zwiebeln mit uns. Kann man die tauschen gegen die Möhren? Wieso kann ich denn das nicht tauschen? Doch, so, ich muss das von unten, von oben nach unten ziehen. Alles klar. Habe ich die jetzt hin? Habe ich die jetzt weggeschmissen? Och, was ist denn hier? Ist schon wieder einer da, oder was? Der macht uns unser Zeug kaputt hier. Oh, das hat er mich wieder platt gemacht. Wiedergeboren, das kann es doch wohl nicht sein. Was ist denn das für ein Quatsch, ehrlich? Finde ich irgendwo blöd. Wo ist denn jetzt unser Zeug? Der ist da vorne und der dämmelt immer noch an mein Zeug rum. Ich hab doch auch kein Werk, keine Waffen und nix. Ah, oh, das ist... Der doch, das ist... Jetzt muss ich gucken, wo ich meine Waffen hab. Meine... Gerätschaften. Ich habe keine Kraft mehr. Seht ihr das? Kann man den blöden Blutmund nicht ausschalten? Wo kommt denn die Viecher her? Ich glaube, ich habe an der falschen Stelle wieder. Ach ja. Wo ist denn mein Werkzeug? Ich brauche mein Werkzeug, damit ich zumindest irgendeine Waffe habe. Habe ich nicht. Mist. Wo ist denn das Kriegenviech? Ich bin dann gleich wieder tot. Ist ja noch einer da jetzt? Dass ich vor dem Vieh abhaue. Das wird ja bald. Es wird ja bald Tag, oder? Mal sehen, ob das hilft, wenn ich vor dem Vieh abflüchte. Wo haben die denn meine Hacke oder sowas? Ah, hier. So, Gott, jetzt Freund, jetzt bist du dran. Wo ist er? Wo ist er denn, der Schweinehund? Hier. Jetzt habe ich nämlich. Der macht alles kaputt, das Viehzeug. Jetzt habe ich keine wiedergeboren. Blutmund geht unter und ich liege hier und mein Zeug ist alles kaputt. Das ist irgendwo ist das doof. Ehrlich, muss ich wirklich sagen. Wo ist denn das Viech? Ist es abgehauen jetzt? Ja, ja, gut. Ja, also diese Erfahrung habe ich auch noch nicht gemacht, muss ich euch ehrlich sagen. Es liegt mein ganzer Kram hier rum, Mein Zeug muss erstmal wieder repariert werden. Aller wie viele Tage kommt denn jetzt dieser blöde Blutmund? Das finde ich irgendwo, naja. Nee, ist ein bisschen blöd. Suboptimal ist das, ehrlich. Muss ich wirklich sagen. Das hat dann mit entspannten Spielen jetzt nichts mehr zu tun, wenn die alle 3 Tage rum
Wir haben Tag überlebt, siebente Tag haben wir überlebt. Na, alles klar, gut. Da müssen wir uns jetzt drauf einstellen. Das nächste Mal müssten es dann am 10. Tag kommen, oder? Ich denk's mal. So. Jetzt muss ich sehen, wo ich meine Werkzeug alles wiederfinde. Mach mal den ganzen Kram wieder alles aufheben hier, was ich bei mir hatte. Damit ich auch was essen kann. Steine. Was haben die in Kap... Ach, die haben mein Feuer zerlegt. Dieses Arschloch. Sorry, es ist so. Bin ich denn wieder in der Nähe von so einem blöden... Von so einem blöden Kanackenlager hier oder was? Keine Ahnung. Da muss ich doch mal auf die Suche gehen. Das kann ja nicht sein. Oder wir müssen... Nee, nochmal von vorne fangen wir nicht an. Also das machen wir nicht. Aber wahrscheinlich müssen wir uns hier irgendwie wappnen, damit wir eine Waffe brauchen. Wir brauchen unbedingt eine Waffe. Nützt nichts hier. Was haben sie denn hier zerlegt? Was ist denn das? Was haben sie denn hier kaputt gemacht? Ist das meine Unterkunft? Zwei Seile brauchen wir hier. Gut. Ja, bereitstellen. Ja. Was fehlt denn jetzt hier? Das ist doch nicht mein. Gut. Muss ich erstmal mein Zeug hier alles auflesen. Dann lese ich natürlich wieder einen ganzen Krempel auf, den ich nicht brauche. Da kann ich gleich mal reingucken in mein Inventar hier. Da, wir haben eine Steinaxt, haben wir. So. Nee, den Kult sollst du nicht wegschmeißen. Den Kohl sollst du nicht wegschmeißen. Hier liegt er. Den nimmst du. Den Flachsam ist das. So, alles klar. Hier sind noch ein paar Beeren. Ja, brauchen wir jetzt im Moment erstmal nicht. Wir müssen uns auf alle Fälle sehen, dass wir irgendwo ein Lager. Das können wir wahrscheinlich wieder so ein Skelettplünderer halten. Einen Hammer brauchen wir, um das Zeug zu zerlegen. Wo ist denn unser Hammer? Keine Ahnung. Irgendwo muss ja unser Werkzeug sein, wo sie uns das erste Mal platt gemacht haben. Muss ja unser Zeug irgendwo rumliegen. Keine Ahnung, wo das ist. Das hat jetzt auch keinen Sinn, das Zeug jetzt zu suchen. Da müssen wir uns neues Werkzeug behalten. So, ich habe da auch mal ein Messer gehabt. Wo ist denn das? Ah, weg. Alles weg. Hier ist ein Hammer. Den sehe ich jetzt. Hier ein Hammer. Ein Hammer. So, gut. Alles brauchen wir ein paar Stöcke. Steinaxt, die habe ich auf der 2. Gut, jetzt brauche ich erstmal ein paar Stöcke, damit ich mein Ding hier fertig wieder zurückbauen kann. Zwei Stöcke brauchen wir. Und dann muss ich mich ums Feuer kümmern. Stöcke hat man doch eigentlich. Keine Ahnung. Jetzt suchen wir uns ein paar Stöcke, damit wir uns... Was ist denn das für ein Viech? Will uns auch noch anspringen oder was? Hier ist vielleicht was los. So, kommt... Zeig uns mal, wo hier ein paar Stecke sind. Wir brauchen Stecke. Da ist denn hier kein so eine Zwergfichten oder wie die sich schimpfen. Bären, ne, da habe ich doch eigentlich noch welche einstecken, oder? Habe ich da keine mehr einstecken. Da hinten stehen Stecke. Hier stehen Stecke. Alles klar. Da hinten sind auch noch welche. Zwergfichte sammeln. Gut. Da sind auch noch Stöcke. Kann man sich jetzt irgendwie gegen das Viehzeug schützen? So, jetzt wollen wir erstmal unser Lager wieder reparieren. So, meine Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal wieder von euch. Ich werde sehen, dass ich mein Lager repariere. Das wird jetzt bestimmt einen Tag dauern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass es dann ein bisschen besser läuft.
Gut, jetzt haben wir die Stecke. Jetzt können wir uns erstmal unseren Brunnen haben sie auf alle Fälle ganz gelassen. Ja, unsere Regenrinne wollten sie kaputt machen. Da brauchen wir auch zwei Stecker. Die haben wir mal hier rein bereitstellen. Und was? Haben wir doch drin oder nicht? Ich habe doch Stecke mitgebracht. Na, wir wollen erstmal hier sehen. So, das kann ich jetzt reparieren. Odins Auge kann ich reparieren. Man muss da aber auch lange dran rumbasteln, ehe das wieder repariert ist. Seht ihr das hier? Da geht schon mal die Energie schon wieder mal flöten. Ich muss auch wieder Energie sammeln. Wird man ein bisschen. Da brauchen wir was zu essen, wie es aussieht. Ne, hat er eigentlich. Aber du kriegst mal was zu trinken. Komm, Trinkschlauch. Der ist leer, der ist kaputt oder was? Ihr fühlt euch krank, ihr habt matschige Arme. Was haben wir matschige? Wir haben irgendwas Matschiges gegessen. Wetter klart auf. Lecker, sagt er. Gut. So, jetzt wollen wir das mal hier weiter reparieren, das Ding. Ihr habt euch bei der Arbeit verletzt, naja. Levelaufstieg. Bauen. Level 2. Alles klar. Was ist denn jetzt kaputt? Jetzt ist der Hammer kaputt. Ach nö, ist aber gut. So, was brauchen wir denn für einen Hammer? Ah, haut aber auch alles rein. Da brauchen wir zwei Stecker. Müssen wir Stecke wieder suchen. Alles klar. Gut. Also, ich suche jetzt ein paar Stecker, meine Freunde, und wir sehen uns. Jetzt verabschiede ich mich zum zweiten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar. Ich denke, dass ich bis dahin dann wieder alles repariert habe hier. Alles klar. Ich sage dann mal Tschüss.